Moin Leute, was geht heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal? Heute mit mir hinzu, wir spielen heute den Königsegg Agera RS von 2017. Ich bin schon mal gespannt, weil das habe ich mir gerade neu aufgetunt und fährt 440 km/h. Hat aber eine schlechte Transaktion, deswegen muss ich das dann auch nochmal ändern mit der Transaktion, aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern das Rennen. Und es wird sehr spannend, denn ich bin noch nie in einem Rennen gefahren. Los! Nur gute Autos, also ich sehe hier schon Königsecke, der zum Beispiel, der mich gerade überholt hat, weil ich gerade ziemlich stark abgebremst habe. Kein Deutsch mehr reden, während ich Auto fahre. Aber gut. Los. Hier. Ja, moin. Also ich hänge die schon ab. Gleich. 0 auf 100 in 1,5 Sekunden. Mit bessere Allrad zum Beispiel habe ich eingebaut, nicht nur Heckantrieb, weil Allrad ist einfach nur nice. Und zum Beispiel, ich habe auch das Getriebe ein bisschen getuned, weil Getriebe muss halt sein. Was? Getriebe muss halt? Ja, Getriebe muss man halt tunen, weil sonst sind die Gänge ziemlich verzögert. Ja, weil ich habe nämlich zum Beispiel Automatik bei die Autos an, also automatisches Schalten oder Automatik direkt intern. Und normalerweise tue ich auch noch den Motor verändern, aber hier passt wahrscheinlich kein V8 Motor rein unter die Haube. V10 Motor würde glaube ich auch nicht reinpassen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Motor schlecht ist. 440 km/h ist der Topspeed, den ich gerade erreicht habe vorhin auf der Autobahn. 440 war es das höchste, was da gestanden ist, was er fahren kann, wahrscheinlich bergab. Aber er fährt sich ziemlich gut sogar. Die Transaktion muss man noch ändern im Tuning Settings. Ich habe einen Checkpoint verpasst. Da ich war halt gerade so wie der letzte Misthaufen, aber gut. Eins, zwei, drei. Und spüre ich den nicht so weit zurück. Muss ich aber, weil ich muss hier schon bremsen, damit ich nicht so weit fliege. In der Luft kann man heutzutage noch nicht lenken. Nein, ich habe nichts verpasst, dass man in der Luft lenken könnte. Aber er ist schon nice. Der Spoiler, der ist einstellbar, glaube ich. Ja, der tut sich automatisch hochklappen. Ja, tut leid, dass ich gerade aus Ansicht war, aber nur noch mal gezeigt. Ja. Ich bin schon wieder außer Ansicht, aber so würde er aussehen. Ich habe keinen Checkpoint verpasst. So würde er aussehen in ja, der ist eigentlich ziemlich schön. Übrigens mein Kennzeichen. Gut. Das, warum steht da nicht Nils? Weil Nils nicht drauf gepasst hätte. Weil dein Name zu lang ist. Teekuchen! Er ist ja noch kürzer. Okay.
Nee, aber die Kennzeichen könnte man individuell anpassen. Man kann die immer ändern, ohne echt Geld zu bezahlen. Man könnte sie... Das wäre ja noch schöner. In Bludenstar, ja noch schöner. In einem Spiel, zum Beispiel Roblox, muss man Geld bezahlen, um seinen fickten Namen zu ändern. Und zwar 10 Euro. Muss man dafür bezahlen. 10 Euro. Naja, die müssen Geld verdienen. Du hast dafür Geld bezahlt für das Spiel. Das sind die Witz. Was? Dafür habe ich Geld gezahlt, ja. Übrigens, es kommen jetzt bald auch irgendwann mal diese Lego-Rennen. Und jetzt müssen wir noch die Tombola abchecken. Weil wir können wieder Glücksspiel machen. Glaube ich. Hoffentlich. Also, ja. Wir können einmal drehen. Los geht's. Bitte. Ja, und geht die Arbeit jetzt nicht mehr gespielt, oder was? Was? Wie meinst du? Oh, ich habe die schlechteste bekommen. GTA wird jetzt nicht mehr gespielt, doch, oder was? Auch. Also. Aber das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.